Das Internet ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Allein für dieses Video werden über das Internet mehrere Millionen Bildpunkte auf deinen Computer übertragen. Aber wie funktioniert das Internet? Das Internet verbindet einzelne Computer zu einem Computernetzwerk, in dem Daten ausgetauscht werden können. Dafür sind gemeinsame Standards notwendig, an denen sich alle Teilnehmer des Netzwerks halten müssen. Das Internet Protocol, kurz IP, aus dem Jahr 1981 gibt bis heute die Regeln vor, wie Datenpakete von einer Quelle zu ihrem Ziel gelangen. In einem Computernetzwerk hat jedes Gerät eine eindeutige Adresse, damit Daten an das richtige Gerät gesendet werden können. Computer sind innerhalb eines Gebäudes, häufig über Ethernet-Kabel verbunden. Ein Standard aus 1973, entwickelt am Xerox Palo Alto Research Center. Diese Kabel bestehen aus 4 ADA-Paaren und aus einem RJ45-Stecker. Die Geräte in einem lokalen Netzwerk, kurz LAN, werden über einen Router verbunden. Der Router entscheidet über die Wege oder Routen der einzelnen Datenpakete zwischen den Geräten und dem Internet. Das Tor zum Internet, auch Gateway genannt, ist der Internet Service Provider, kurz ISP. Router am Rande des Netzwerks werden Edge Router genannt. Sie verbinden Endgeräte mit dem globalen Netzwerk. Für die Datenweiterleitung innerhalb des Internets sind Core Router zuständig. Diese sind leistungsfähiger und unterstützen zusätzliche Routing-Protokolle und Mechanismen. Das Internet selbst ist stark vernetzt aufgebaut. Große Netzwerkpunkte sind über mehrere Routen miteinander verbunden und bilden eine Mesh-Struktur. Dadurch ist der Datenaustausch bei einem Netzwerkausfall eines Netzwerkknotens noch immer möglich. Es gibt daher keinen Single Point of Failure. Über dieses globale Netzwerk, kurz GAN, sind leistungsstarke Computer, genannt Server, erreichbar. Diese Server sind oft in Rechenzentren untergebracht, um die notwendige Kapazität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Rechenzentren bieten die Infrastruktur für die Stromversorgung, Kühlung und Netzwerksicherheit, die erforderlich ist, um die Server rund um die Uhr betriebsbereit zu halten. Um nicht ständig die numerischen IP-Adressen von Servern im Internet eingeben zu müssen, gibt es das Domain Name System, kurz DNS. Ein Standard, der IP-Adressen in eine leicht merkbare Form übersetzt. Diese Domain-Adressen sind in hierarchischen Ebenen aufgebaut, die durch Punkte getrennt sind. Die höchste Ebene ist die Top-Level-Domain, kurz TLD. Bekannte TLDs wie .at oder .com kennt man aus dem Alltag. Derzeit gibt es über 1500 TLD-Endungen, die bei der globalen Koordinationsstelle IANA, kurz für Internet Assigned Numbers Authority, hinterlegt sind. Diese beinhalten inzwischen auch themenspezifische Domainnamen wie zum Beispiel .garden. Bei der Domain theograz.at ist theograz also die Second-Level-Domain, innerhalb der österreichischen Top-Level-Domain .at. Diese Domain zeigt auf den öffentlichen Webauftritt. Weitere Subsysteme wie die Videoplattform können über eine Subdomain wie tube.theograz.at erreicht werden. Der Domaininhaber von theograz.at kann beliebige Subdomains vergeben, solange sie dem DNS-Standard entsprechen. Das Internet verbindet aber nicht nur große Server. Denken wir zum Beispiel an eine smarte Waschmaschine. Diese kann über eine Programmierschnittstelle, kurz API für Application Programming Interface, Informationen über den aktuellen Strompreis erhalten und den Waschvorgang dann starten, wenn der Strompreis besonders günstig ist. Auch hier muss die Struktur der Daten einem Standard folgen, wie in diesem Beispiel XML. Die Extensible Markup Language aus dem Jahr 1998 liegt aktuell in der 5. Fassung vor. Daten werden dabei in einer strukturierten Weise dargestellt, die maschinell auslesbar ist. XML ist sehr streng strukturiert. Jedes öffnende Tag muss mit dem passenden Tag auch wieder geschlossen werden. Und die Tags müssen korrekt verschachtelt sein. Dadurch kann der Austausch komplexer Daten zwischen unterschiedlichen Systemen und Anwendungen sichergestellt werden. Vergleichbar mit XML ist HTML, die Hypertext Markup Language. Dieser Standard aus dem Jahr 1992 liegt ebenfalls in Version 5 vor und gibt die Struktur und Darstellung von Webseiten an. Der Webbrowser interpretiert diese Auszeichnungssprache
und stellt die Inhalte auf eine ansprechende Weise dar. Gehen wir auf ein paar wichtige Elemente in HTML ein. Alles wird von einem HTML-Tag umgeben, gefolgt von zwei Hauptbereichen, dem Head und dem Body. Der Head-Bereich enthält Metadaten über die Webseite, wie den Title-Tag für den Seitentitel oder Verweise auf CSS-Style-Dateien. Im Body wird der eigentliche Inhalt abgebildet. Organisiert in Überschriften mit 6 Ebenen von H1 bis H6. Absätze werden in P-Tags dargestellt, die weitere Elemente wie Bilder oder Navigationselemente beinhalten können. Für die Namensgebung der Tags sind die englischen Begriffe Heading, Paragraph, Image oder Anchor ausschlaggebend. Wir sehen, das Internet ist ein weltweit verbreitetes Netzwerk zum Austausch von Daten. Um zuverlässig zu funktionieren, müssen viele Standards eingehalten werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die Daten in einer Form übermittelt werden, dass User auf der ganzen Welt teilnehmen können.